Ab geht's, ihr Weltmeister. Gemeinsam meistern wir die Welt. Herzlich willkommen zum Thriving Thursday. Auch heute geht es wieder um unsere Stärken. Aber bevor wir uns diesem Thema widmen, lasst uns erstmal unseren Körper stärken. Achtung, meine Weltmeister, jetzt wird trainiert. Herzsprung! So, dann lasst uns mal direkt mit dem Training anfangen. Und zum Warmmachen, ja, paddeln wir heute ein bisschen mit unseren Beinen. Also, setzt euch so hin, die Arme nehmt ihr einfach nach oben, setzt euch auf euren Hintern, lehnt euch ein bisschen zurück und haltet das schön mit dem Bauch, haltet die Spannung, hebt die Beine ab und dann wird gepaddelt. Und das ist gar nicht so leicht, fangt schon mal an. Ihr werdet es merken, das ist ganz schön anstrengend. Also schön nach oben. Und nach unten gehen, die Arme könnt ihr zum Gleichgewicht ausbalancieren nehmen. Und ihr merkt schon, ihr könnt jetzt mal eine Pause machen erstmal. Es ist auf jeden Fall nicht ganz einfach. Je größer ihr die Amplitude macht, das heißt je größere Beinbewegungen ihr macht, desto anstrengender wird das Ganze. Deshalb schaut, dass ihr die Beinbewegung so groß macht, dass ihr die Position noch gut halten könnt. So, und jetzt können wir weitermachen mit dem zweiten Durchgang. Also die Beine paddeln wieder und der Oberkörper gleicht das Ganze aus. Und stopp. Sehr gut. Und das Ganze machen wir jetzt noch ein weiteres Mal und dann haben wir uns sehr gut erwärmt für heute. Nochmal kurz durchschnaufen und dann, ja, dann können wir auch mit dem letzten Durchgang das beim Warmmachen weitermachen. Also wählt euch wieder eure Position aus und dann wird losgepaddelt. Könnt auch mal schauen, welche Position für euch leichter zu halten ist, wenn ihr euch weiter zurücklehnt oder wenn ihr euch ein bisschen näher an den Oberkörper geht. Das ist ein bisschen einfacher und das ist schon ein bisschen schwieriger. So könnt ihr ganz einfach euer Anstrengungsniveau wählen, das ihr halten könnt. Puh, da wird einem doch ganz schön warm. Und stopp. Sehr gut. Jetzt sind wir schon mal warm und wo wir schon diese tolle Position gefunden haben, können wir da ja doch gleich weitermachen. Aber ich glaube, wir fangen jetzt erstmal mit einer anderen Übung an. Den Bauch haben wir jetzt genug trainiert für den Moment. Also lasst uns lieber mal weitermachen mit dem Rücken. Und zwar gehen wir wieder in diese Position, Beine anwinkeln, Arme zur Seite. Dann drücken wir uns hoch und gehen langsam immer hoch und runter. Mit unserem Becken. Auf drei geht's los. Eins, zwei, drei und los. Geht so hoch ihr könnt und dann leicht runter, bis ihr fast wieder ablegt. Aber wie ihr seht, hier passt noch eine Hand dazwischen. Nicht ablegen und dann geht's wieder hoch. Immer hoch und runter. Das Ganze machen wir schön langsam, damit wir das auch genießen können. Und stopp. Sehr gut. Lasst uns jetzt eine Runde Liegestütze machen. Dafür gehen wir wieder in die Position. Die Arme sind schulterbreit und dann legen wir los auf drei. Eins, zwei, drei und los. Sehr gut gemacht.
Und jetzt kommen, wie versprochen, die ja, Sit-Ups. Und zwar machen wir heute die Bicycle-Sit-Ups, also wieder die Fahrradfahr-Sit-Ups sozusagen. Das heißt, Knie geht zum Ellenbogen und dann kommt der Seitenwechsel. Das Ganze machen wir jetzt auf 3. 1, 2, 3 und los. Die Fußspitzen schön anziehen und dann immer Ellenbogen zum Knie. Und auch hier das Ganze nicht zu schnell machen. Und immer schauen, dass ihr schön stabil bleibt. Und stopp. Sehr gut. So, das war ein Durchgang, aber heute ja, gibt es wieder eine Geschichte von der Lillian und deshalb setzen wir gleich den zweiten Durchgang hinten dran. Also fangen wir wieder an mit der Rückenübung und dafür gehen wir wieder in diese Position und dann heben wir unser Becken wieder ab und machen weiter. Auf 3 geht's los. 1, 2, 3 und los. Absetzen und wieder hochdrücken. Herunter und wieder rauf. Das Ganze geht auf jeden Fall schön in die Oberschenkel. Aber auch in den unteren Rücken. Und stopp. Sehr gut. Und jetzt machen wir gleich weiter mit den Liegestützen. Diesmal können wir die Liegestützen mit einer weiten Armposition machen. Das heißt, ihr legt eure Arme ab und sie sind weiter als schulterbreit. Und dann können wir anfangen auf 3. 1, 2, 3 und los. Stopp. Sehr gut. Und jetzt zum Abschluss dieses Durchgangs nochmal die Bicycle Sit-Ups. So, einmal kurz durchatmen und dann geht's rauf aufs imaginäre Fahrrad. Hände hinter den Kopf und los. Stopp. Puh, das war doch anstrengend. Jetzt lasst uns erstmal unsere wohlverdiente Pause machen. Und wie gesagt, ja, gibt es ja auch in der Pause wieder was von der Lillian zu hören. Ihr erinnert euch ja sicherlich noch an Lillian vom letzten Mal. Und auch heute hat sie wieder eine Geschichte, die sie mit uns teilen will. Lillian konnte es immer noch kaum fassen. Sie sprach mit einem Baum und traf Charles Darwin, den Professor Charles Darwin, in einem Traum. Nachdem Lillian mehr über die sehende Kletterpflanze recherchiert hatte, hatte sie auch nach Charles Darwin gesucht und herausgefunden, dass er einer der berühmtesten Naturforscher auf der ganzen Welt war. Sie hoffte, dass sich der Traum wirklich wiederholen würde, so wie es der Platanenbaum versprochen hatte. Und trotzdem fragte sie sich manchmal, ob es nur der Zauber eines einzigen Augenblickes bleiben würde. Einige Tage später rennt Lillian wieder mal einen besonders anstrengenden Trainingslauf. Heute sogar in neuer Bestzeit, denn sie trainiert für einen 3000-Meter-Lauf. Lillian ist nun sehr müde und will sich nur noch ausruhen. Gedankenverloren läuft sie zu der großen Platane, setzt sich lächelnd hin,
lehnt sich an den Baum an und schläft direkt ein. Und plötzlich befindet sie sich wieder auf einem der höchsten Zweige des Platanenbaums. Der Himmel leuchtet in schillernden Farben und neben ihr sitzt kein geringerer als Professor Charles Darwin. Hallo Lillian, wie geht es dir? Mir geht es großartig, Mr. Darwin. Und Ihnen? Ich kann es immer noch kaum glauben, hier zu sein und mit Ihnen über die Geheimnisse der Pflanzen zu sprechen. Das ist so spannend, sagte Lillian lachend. Gut, dann werden wir heute auch ein weiteres Pflanzengeheimnis kennenlernen. Aber dafür müssen wir wohl fliegen. Was? Fliegen? Wie soll das denn? Bevor sie den Satz aussprechen konnte, fliegt sie auch schon mit dem freundlichen alten Mann über die Stadt und den Wald. Sie fühlt eine Mischung aus Angst und Glück. Doch schon bald ist der Flug vorbei und sie landen sicher auf einer Wiese voller Blumen. Nebenan fließt ein Bach. Darwin sagt zu Lillian: Ich habe etwas für dich vorbereitet. Er lässt sie in eine große Glasblase eintreten, die wie von Zauberhand unter die Erde rutscht. Es war ein wunderbarer Anblick. Sie entdeckten Regenwürmer, Wurzeln, Insekten und eine wunderschöne Welt, die sonst im Verborgenen liegt. Lillian, schau dir die Wurzeln an. Was fällt dir auf? Lillian sah genau hin und bemerkte, dass sie alle in eine bestimmte Richtung zeigten. Wie ist das möglich, Mr. Darwin? Warum wachsen die Wurzeln in diese Richtung? Lillian, du musst wissen, dass Pflanzen durch mikroskopisch kleine Sinnesorgane, die auf der ganzen Pflanze und insbesondere in den Wurzeln verteilt sind, Geräusche wahrnehmen können. Und rate mal, welcher Ton aus dieser Richtung kommt. Sie gingen wieder hinauf und Lillian sah, woher das Geräusch kam. Es kam vom Bach. Ich kann es nicht glauben, Mr. Darwin. Hören die Pflanzen das Geräusch vom Wasser? Nun ja. Ein Professor namens Mancuso aus Florenz hat zusammen mit seinem Team bewiesen, dass Pflanzen den Klang von Wasser wahrnehmen können und ihre Wurzeln somit in diese Richtung lenken können. Beachtlich, meine Liebe, oder? Aber für heute ist das jetzt genug. Bis bald. Bevor Lillian etwas einwenden kann, sitzt sie plötzlich schon wieder alleine auf der großen Platane. Der Baum spricht sogleich zu ihr. Meine liebe Lillian, nun kennst du ein weiteres Geheimnis von uns Pflanzen. Denk daran, uns Pflanzen zu kennen, bedeutet die Welt und ihre Zusammenhänge besser zu verstehen. Denn wir Pflanzen sind überall. Lillian wacht mit einem großen Lächeln auf und verabschiedet sich von ihrer neuen Freundin Platana, dem großen Platanenbaum. Sie freut sich schon jetzt auf das nächste Pflanzengeheimnis. Tja, also ich fand das ganz schön spannend, was uns Lillian da heute erzählt hat, oder? Aber wie gesagt, das Training mit euch, das finde ich auch richtig spannend. Also lasst uns jetzt mal weitermachen damit. Auf geht's in den Durchgang Nummer 3. Wir fangen wieder an mit der Rückenübung. Legen uns also hin und heben unser Becken und senken es. Und los geht's. Immer schön nach oben und nach unten. Und stopp. Und jetzt können wir nochmal die Liegestütze machen. Ihr könnt euch jetzt entscheiden, ob ihr sie eng machen wollt oder weit oder ganz normal. Macht es so, wie ihr euch gerade fühlt. Findet eure Position. Ich mache jetzt nochmal enge Liegestützen. Dann habe ich wieder alle drei Varianten gemacht. Aber wie gesagt, ihr könnt euch für die entscheiden, auf die ihr Lust habt. Und dann geht's los. Auf 3. 2, 1 und los.
Und stopp. Sehr gut. Und dann machen wir weiter. Die letzte Übung kommt jetzt. Und das ist, wie gesagt, ja, unser Bicycle. Also die Sit-Ups in der Fahrradposition. Also findet eure Position und dann geht's los. Stopp. Sehr gut. Puh, ganz schön anstrengend. Also, ich merke meine Bauchmuskeln. Und ihr? Jetzt ist es Zeit, nochmal kurz was zu trinken und dann geht's weiter im Programm. Herzsprung! Faszinierend, oder? Was Pflanzen alles so können. Und was sagt uns das? Tja, das sagt uns, dass jeder von uns, egal wie groß oder klein, ja, egal ob Mensch, Tier oder Pflanze, besondere Fähigkeiten und Stärken hat. Und diese besonderen Fähigkeiten und Stärken zeichnen uns aus. Sie machen uns einzigartig. Unsere Stärken auf Anhieb zu sehen, ist nicht immer leicht. Naja, weder bei uns noch bei anderen. Aber es lohnt sich, Geduld zu haben. Denn wenn wir die Stärken von uns erkennen, aber auch die Stärken anderer, dann wird vieles leichter. Wie gesagt, lohnt es sich, Geduld zu haben, um seine Stärken zu finden. Denn Stärken sind da. Aber Stärken von anderen sind auch wichtig. Also lautet die Tagesaufgabe heute, nehmt euch einen Moment Zeit, beobachtet eine Person oder ein Tier oder eine Pflanze und sucht nach der Stärke desjenigen, den ihr beobachtet. Ihr werdet bestimmt etwas finden. Viel Spaß dabei, wenn ihr auf die Suche geht. So, und jetzt gibt's noch die Abschluss-Challenge und die wird heute eine richtige Herausforderung, denn es ist eine Plank-Challenge. Das heißt, ihr versucht, in den Unterarmstütz zu gehen und dann, ja, dann ist die Aufgabe, das so lange zu halten, wie ihr könnt. Und das, meine lieben Weltmeister, ist nicht leicht. So, wie das bei mir aussah, seht ihr hier im Video. Viel Spaß dabei! So, meine Lieben, jetzt wird geplankt. Also in die Position und dann geht's hoch. So, dann sehen wir uns bald wieder morgen beim Fragen Friday und diesmal dann auch live. Ich freue mich auf eure Fragen, ich freue mich von euch zu hören. Bis dahin wünsche ich euch einen schönen Tag, geht raus, genießt die Natur, stärkt euch und beobachtet mir gut ein paar andere Menschen, Tiere und Pflanzen und ich hoffe, ihr findet Stärken. Und ja, wenn ihr mögt, sehen wir uns dann, wie gesagt, morgen beim Fragen Friday wieder und zwar live. Ich freue mich auf euch, macht's gut, gemeinsam. Meistern wir die Welt, ihr Weltmeister. Herzsprung! Ab geht's, ihr Weltmeister. Gemeinsam meistern wir die Welt.